Let's take a few deep breathings. Wir atmen einfach ein paar Mal tief durch. Clear it. Any feelings, thoughts. Und entlassen mit dem Ausatmen Gefühle, Gedanken. Restlessness. Unruhe. Wanting to be somewhere else. Oder woanders sein wollen, als wir sind. Just be here, now. Wir sind hier, jetzt. In this place, in your body. In diesem Ort, in unserem Körper. Fully be connected to the stillness in your body. Und sind ganz mit der Ruhe unseres Körpers verbunden. Feel that connection to your body. Und spüren die Verbindung mit unserem Körper. Be aware and connect the silence within and around. Wir sind uns der Stille in uns und um uns herum gewahr. And feel that silence, connect with that silence. Wir spüren diese Stille und verbinden uns mit ihr. We pray to all the masters, the enlightened beings, please help me, help us to see openly our life through that openness of our heart, our feeling, our mind, our eye, is able to see more clear our life. Und wir wenden uns innerlich mit der Bitte an die erleuchteten Meister, Meisterinnen und Wesen, dass wir mehr uns öffnen können für die vielen unzähligen Möglichkeiten in unserem Leben und dass wir wirklich unseren Geist öffnen, unser Herz öffnen, unsere Augen sich öffnen, unser Geist sich öffnet und dadurch wirklich mehr sieht, mehr erkennt davon. You gradually come to the sense of perception, how you feel the eye. Und mehr kommen wir zu der Wahrnehmung, wie wir eigentlich das Auge oder das Ich spüren. Me. Das Ich spüren, ich. How do you feel it? Wie spüren wir das? Who is that I? Wer ist denn dieses Ich? Who is that me? Wer ist dieses Ich? And how you are identifying that me or I with through what you do, your roles. Und wie wir dieses Ich durch das, was wir tun, wie wir handeln, durch unsere Rollen identifizieren. Trying to be aware, strong,
tie with what you do and how you identify yourself, the sense of self. Wir sind uns dieser starken Verbindung zu dem, was wir tun, was wir machen, bewusst und wie wir uns dadurch identifizieren. And just simply be aware, it's very limited. Und sind uns einfach dessen gewahr, dass es sehr begrenzt ist. And for sure, you are much, much more than that. Und dass wir definitiv viel, viel mehr als das sind. Look at how people identify you. Und wir betrachten, wie Leute uns identifizieren. Or important people in your life, they identify you. Die wichtigen Leute in unserem Leben. A husband, wife, father, mother, partner. Unser Ehemann, unsere Ehefrau, Vater, Mutter, Partner. Friend, teacher. Freunde, Lehrer. And whatever that identity is, see how strong that influences your perception of yourself. Und wie stark diese Art von Identifikation ist und was für einen Einfluss das auf unsere Vorstellung von uns selber hat. And clearly, be aware again, you are for sure more than that role projecting on you. Werden dessen wiederum gewahr, dass wir sicherlich mehr sind als diese Rolle, die uns zugeschrieben wird. And also be aware that how often some of you identify yourself with your weakness, like a fear, like your pain, your sickness. Und wir werden uns auch dessen bewusst, wie häufig wir uns über unsere oder durch unsere Krankheiten oder unsere Schwächen mit uns identifizieren, durch unsere Ängste. Even a beautiful day that everybody loves, enjoying, you cannot fully feel that beautiful day because you are stuck in that pain. Sogar an einem unglaublich schönen Tag, wo alle Leute froh sind und glücklich sind, kann man selbst diese Schönheit kaum spüren, weil man so in seinen Schmerz versackt ist. And you're unconscious. Und sich dessen nicht bewusst ist. And you are expressing that pain in to others in your surroundings. Und dass man diesen Schmerz in seinem Umfeld anderen gegenüber zum Ausdruck bringt. And also you're expecting great joyful responses from other people. Und erwartet, dass andere in einer erfreulichen Weise oder sehr erfreulichen Weise darauf reagieren sollen. Which rarely happens. Was kaum passiert. Just recognize that. Wir erkennen das. Just simply recognize you are much, much more than anything I have said and so many more that you identify which we did not mention here. You're more than that. Wir erkennen einfach, dass wir so sehr, sehr viel, viel mehr sind als das, worüber wir hier gesprochen haben. Wir sind noch viel mehr als das, auch worüber wir hier nicht gesprochen haben. Wir erkennen das. Do you have any clue? Any curiosity?
to know who you are. Hat man irgendeine Vorstellung und auch die genügend Neugierde, um rauszufinden, wer man ist? I am encouraging, requesting to be curious here. Ich ermutige euch und bitte euch darum, neugierig zu sein. Who is that? Who is me? Wer ist denn das? Wer bin denn ich? You are that unbounded sacred space which is not affected by any of these identities. Man ist diese völlig grenzenlose heilige Weite, die durch keine von diesen Begrenzungen in irgendeiner Form beeinflusst wird. That sacred space which is not affected by any conditions created by this identity. Die auch nicht durch irgendwelche Umstände, die aus dieser unserer zugeschriebenen Identität heraus sich ergeben, irgendwie beeinträchtigt wird. Man ist diese völlig grenzenlose Weite, die eben nicht beeinträchtigt ist tatsächlich durch irgendwelche Arten von Schmerz oder Verwirrung, die aus der Identifizierung heraus kommt. Even the moment you hear what I'm saying is already redirecting your in a different place in yourself. Sogar einfach nur zu hören, was ich sage, führt dazu, dass eine neue Ausrichtung in uns selber sich vollzieht. Having glimpse of experience not knowing who you are not. Eine Ahnung zu haben von Erlebnissen, ohne zu wissen, was man nicht ist. Will open the doors to find who you are. Öffnet die Tür dahin, herauszufinden, wer man ist. For a moment, rest in that sacred space, a true source of sacred creativity. Im Moment verweilen wir einfach in dieser heiligen Weite, die die wahre, echte Quelle der Kreativität ist. Rest in that sacred space, like a child resting in the loving arms of mother. Wir verweilen in dieser heiligen Weite, wie ein Kind in den Armen seiner liebenden Mutter ruht. Recognition. Erkennen. Connection. Verbindung. Trust. Vertrauen. Familiarity. Vertrautheit. A sense of home, belonging. Ein Gefühl von, da gehöre ich hin, das ist mein Zuhause. Be in that space for a moment, like in dieser Weite sind wir wie ein Kind.
those who feel a little passive feel more awake, more connected. Not sleeping baby, child, but awake child who is fully aware of the presence of the mother. Die, die sich etwas passiv fühlen in diesem Moment, richten sich mehr auf das aktive Empfinden von Verbindung. Wie ein, nicht wie ein Kind, was in den Armen seiner Mutter schläft, sondern wie ein Kind, was wach ist und ganz eindeutig die Verbindung mit der Mutter aktiv spürt. Feel that wakeness, wakefulness. Spüren diese Wachheit. Connection. Die Verbindung. Connectedness. Das Verbundensein. That is that connectedness, the connection, that's the awareness, that's inner light. Diese Verbundenheit, das Verbundensein ist das Gewahrsein, ist das innere Licht. You are that light. Man ist das Licht. You are that pure awareness. Wir sind das reine Gewahrsein. You are that awareness will know to tap into the moment and the potentiality of the moment. Wir sind dieses Gewahrsein, das zu jeder Zeit in dem richtigen Moment mit dem vollen Potenzial des Momentes, der dort verborgen ist, hineinkommen kann. Will give you the eyes to see what is there. Das Gewahrsein verleiht uns die Augen, die erkennen, was da ist. What will evolve you, what will grow you. Was uns unterstützen wird, was uns wachsen lassen wird. Not what will condition you and what will produce pain and effort. Nicht, was uns konditionieren wird und was zu Mühe und Schmerz führt. Because that's what ignorance does, not awareness. Das ist das, was Unwissenheit tut, nicht Gewahrsein. That's what the ego does, that's what pain does. Ego macht das, Schmerz macht das. So just for a moment, just connect with that awareness, the connection. Wir gönnen uns diesen Moment, mit diesem Gewahrsein wirklich Verbindung zu spüren. Which is ready to find the inner qualities. Das Gewahrsein, was bereit ist, die inneren Qualitäten zu sehen. There is a sense of warmth in that union of that light and sacred space. Like when the sky is clear, sun is shining, we feel the warmth in our skin. Und da ist ein Empfinden von Wärme in dieser Vereinigung von diesem Licht und der heiligen Weite, so wie wenn der Himmel halt klar ist und die Sonne scheint, wir auf unsere Haut die Wärme der Sonne spüren können. That moment, that warmth touches you, you feel the inner smile, the inner joy. Und in dem Moment, wo diese Wärme uns berührt, spüren wir das innere Lächeln, die innere Freude. Inner fire. Das innere Feuer. Inner drive. Und den inneren Antrieb. Inner service. Und die inneren Fähigkeiten. That's who you are. Das ist, wer wir sind. That effortless drive, fire. Dieser mühelose Antrieb, dieses mühelose Feuer. Which is ready to tap into any action. Der jederzeit bereit ist zu handeln. Right action. Und zwar angemessen zu handeln. Needed action. Die Handlung, die jetzt gebraucht wird. Action of moment. Die Handlung in diesem Moment. Action of flow. Und der Fluss der Handlung. Action of spontaneity. Spontane Handlung. Action of joy. Freudige Handlung. Action of service. Und freudiges Dienen. Is ready to tap.
Gewahrsein jederzeit bereit, das zu auszuführen. As conclusion, als Schlussfolgerung. Just step one, notice your life. Kann man sagen, dass der erste Schritt darin besteht, unser Leben Recognize zu erkennen, your life. Zu erkennen, was unser Leben ist. And its limitations. Und die Begrenzung. Limitations that you put, not that it comes with it. Die Begrenzungen, die wir uns auferlegt haben in unserem Leben, nicht die dem Leben zu eigen sind. Perception of self. Die Wahrnehmung unserer selbst. Its condition, its pain. Wie konditioniert das ist, wie schmerzhaft das ist. You're living life through that. Und wir unser Leben in dieser Weise so begrenzen. Recognize the space for expansion. Wir erkennen, dass da Raum für Ausdehnung ist. A connecting to the sacred space. Verbunden mit dieser heiligen Weite. Awareness and warmth. Gewahrsein und Wärme. What can be? Was kann da alles, ist da alles möglich? More full, much more fuller life. Ein viel erfüllteres Leben. Effortless life. Müheloses Leben. Joyful life. Freudiges Leben. Helpful life, like a service. Und ein Leben, was auch im Dienst ist. A spontaneous life, like effortless. Und hilfreich, spontan und mühelos. Not always fighting against everything, but moving through the flow. Ohne ständig gegen irgendetwas zu kämpfen, sondern in den Fluss sich zu begeben. Like a sailing in the ocean. Als würde man übers Meer segeln. With fully full knowledge of the winds. Und genau Bescheid wissen, wie die Winde stehen. And never fighting against it. Und nicht versuchen, gegen sie zu kämpfen. But utilizing it. Sondern vielmehr sie zu nutzen.
recognize as we connect to our highest aspect of ourself, and more likely, whatever we are trying to create and express this moment in our life, maybe we'll do much more better, effortless, fruitful, beneficial. Und dabei zu erkennen, indem wir uns wirklich verbinden mit dieser heiligen Weite und mit diesem höchsten Aspekt oder höheren Aspekt unserer Selbst, dass es umso wahrscheinlicher ist, dass das, was wir in diesem Moment versuchen auszudrücken oder zu kreieren, besser sein wird, effektiver sein wird, fruchtbarer sein wird, hilfreicher sein wird. Just see how everything can be changed or will change. Und dabei sehen wir, dass sich alles verändern kann und verändern wird. Okay. So maybe this is a little, like a little focusing a little bit toward ourself than what we're trying to do. You know, like I think most of the time what we do is we're trying to focus on what we're trying to do, you know. Maybe sometime even not that. Most of the time we're trying to focus on what we'll create rather than how we're doing it, who is doing it. It's not important. What we're creating is becomes the most important thing, and that's how we can very mess up our life. Also merken wir, dass es wirklich hier dabei vor allen Dingen darum geht, mehr sich selbst in den Fokus zu nehmen, statt wie meistens vor allen Dingen uns mit dem zu beschäftigen, was wir eigentlich tun wollen, oder vielmehr noch vor allen Dingen wir darauf fokussiert werden, was wir am Ende bewirkt haben wollen oder kreiert haben wollen. Und indem wir halt die Quelle dessen vergessen, wir damit ganz oft unser Leben ruinieren können auch.